kurzen Abriss, wie das alles anfing. Also der, ja, der Vater dieser ganzen Dinge, aber ich denke, der hatte was anderes im Sinn, war ja Nikola Tesla, ein, ja, genialer Mensch, der den Wechselstrom, den wir heute kennen, ja, erfunden hat. Der übrigens der Erfinder des Radio, der Radioübertragung war, was man aber nachher später anders dargestellt hat. Der hatte ja damals sogar vor, den Menschen freie Energie zu geben mit einem kleinen Apparat. Und er hat ja damals Gelder gekriegt von Morgan, also einer sehr mächtigen Bank, die auch heute noch sehr mächtig und komische Sachen treibt. Aber zum Schluss dann eben nicht mehr. Und aber wie er das dann quasi ja, verkündete, das war ja nicht ganz angesagt, weil ich sag mal, wenn man keinen Zähler mehr aufstellen kann, wo man abkassieren kann, ist natürlich und ganz wo man schlecht, keine Saugnäpfe an die Leute dran machen, ja, kann, das, ja, ist schon übel. Er ist ja dann auch rechtzeitig mit dem Auto verunfallt. Das, ja, außerdem, aber, ja, man hat ihn erstmal die Gelder einfach, ja, gecancelt, das heißt, sein halbfertig gebauter Sender, der war dann, ja, wurde nicht vollendet und das war's. So. Man hat sich dann also sehr früh von russischer Seite interessiert für diese Dinger, später aber auch natürlich von amerikanischen Geheimdiensten und Militärs. Und die zuerst anfingen mit diesen ganzen Techniken waren, wie, zumindest für die Sachen in der Auswirkung, wie wir sie heute konnten, eigentlich nicht die Amerikaner, sondern die Russen. Da haben natürlich die Deutschen auch wieder mitgespielt, weil es ist ja so, überall wo Hochtechnologie ist oder überhaupt Forschung, waren die Deutschen immer führend. Und das ach so böse Deutsche Reich hatte ja trotzdem hervorragende Forscher. Und nicht nur, dass sie, ich glaube, 100.000 Tonnen uns geklaut haben hier an Forschungs- und Patentgeschichten. Ja, ja. Wir waren so weit, dass wir schon das Dopplerradar erfunden hatten. Und wie der Krieg aus war, haben sich nicht nur die Russen, sondern auch die Amerikaner und deutsche Forscher gegriffen. Und die Russen haben tatsächlich also an dieser Technik drüben weitergearbeitet und waren sehr schnell fähig, mit sogenannter Skalarenergie zu arbeiten, mit Skalarwellen und Skalarwaffen. Sie haben, und das haben die Amerikaner erst gar nicht gemerkt, zumindest wie es Leutnant Colonel Bearden von den US-Streitkräften darstellt, der übrigens auch eine Rolle gespielt hat bei den sogenannten Kampfmönchen der Amerikaner, also auch sehr interessant und vielleicht verwirrend für einige, die wirklich also einen Psychokrieg da damals führen wollten. Jedenfalls, der gute Mann stellt es eben so dar, dass die Russen die bestehenden Radaranlagen quasi einfach doppelt benutzt haben, auch für diese Skalarwaffengeschichten. Und die Amis haben dann durch ihre Fernaufklärung ja nur die gleichen Dinger da stehen sehen und haben sich nichts dabei gedacht. Und die ersten Versuche der Russen fingen ja an, das ist allerdings bekannt geworden, indem sie die amerikanische Botschaft in Moskau bestrahlt haben und dann es etwas übertrieben haben, indem sie also sehr viele Mikrowellen losgeschickt haben, um übrigens diese Leute mental zu beeinflussen vor Verhandlungen. Ja, man wollte sie ein bisschen wieselig machen, ja. Dass es so weit kam, dass denen also teilweise Blut aus der Nase und aus den Ohren lief, das war dann nicht mehr so witzig und dann haben die Amerikaner auch protestiert, weil sie gemerkt haben, irgendwas ist da im Busch. Ja. Aber die Russen haben immer wieder Versuche gemacht, um zu testen, ob die Amerikaner überhaupt arbeiten an diesen Dingen. Sie taten es lange nicht. Das kam dann erst später, also beim Zusammenbruch der UdSSR und so weiter, sind dann ja auch Leute rübergegangen, die sich übrigens auch selbstständig gemacht haben in den USA und selbst dann Wetterbeeinflussung privat betrieben haben. Da komme ich gleich nachher noch drauf. Also es ist so, jetzt mal ein Zeitsprung ein bisschen, und das hängt jetzt wiederum mit Ozonloch und den ganzen anderen Lügen, die sie uns hier präsentieren, zusammen. Ich sag mal so, ich habe ja als Greenpeacer sehr lange auch hier gegen FCKWs gekämpft und 1987 saßen wir schon zusammen mit Leuten vom Umweltamt. Ich habe es ja alles geglaubt und habe letztendlich für Rockefeller und ähnliche Leute wahrscheinlich gearbeitet, ohne es zu wissen. Nur mal ganz kurz, ich meine, die ganze Ozonproblematik ist ja ganz anders entstanden. Man hat ja sehr früher Atomtests da oben gemacht zum Auslösen und testen überhaupt, was passiert. Man hat dann also oben heißt Ionosphäre. In der Ionosphäre. Man hat sie quasi mit Atombombenexplosionen auseinandergerissen. Ja. Die Amerikaner haben einmal sogar 3 Stück gleichzeitig da oben explodieren lassen, die Russen auch. Und haben dann eben gemerkt, es gibt einen gewaltigen Impuls, den man natürlich auch gut benutzen kann im Kriegsfall. Das heißt, wenn ich einen Krieg anfange, setze ich so einen Impuls über einen Staat und dann sind alle elektronischen Sachen erstmal tot. Das ist dieser elektromagnetische Impuls, der alles aus EMP, der im Prinzip alles, was nicht geschirmt ist. Heute sind die Dinge natürlich geschirmt, weil die haben mal gemerkt, was da passiert. Aber gegen sehr starke Impulse ist fast keine Abschirmung möglich. Ja, so. Also man hat dann irgendwann gemerkt, dass also in den USA und überall also eine 83%ige Steigerung bei Fällen von Hautkrebs in den USA, so, und dann kam ja diese ganze Ozonloch-Geschichte da auf. Jetzt gibt es aber eine seltsame Korrelation zeitlich zu dem Beginn dieser elektromagnetischen Strahlungswaffengeschichten. Die Sowjets waren schon seit dem 4. Juli 1976, also quasi am Gange, und haben die Übertragung in der Nähe von Tschernobyl mit 7 Tesla Verstärkersendegeräten angefangen. Die Abbilder kann man auf meiner Seite auch sehen unter dem Button Tschernobyl.
Die 10 Hertz Energie, also eine sehr tiefe Frequenz, die also unterhalb der Hörschwelle übrigens liegt, bei 16 Hertz können wir erst hören, in die Ionosphäre strahlten und eine energetische stehende Welle erzeugten, die von Chile bis Alaska reichte. Gleichzeitig koordinierten 3 sowjetische Satelliten, auch da waren die Russen dafür, das ist ja bekannt, diese Bestrahlung der oberen Atmosphäre. Diese Signale wurden auf der ganzen Welt registriert, und zwar interessanterweise von Amateurfunkern, die das dann prompt Spechtsignal genannt haben, weil das irgendwie ein Specht klang. So brrrt, ne, eine Pause, brrrt wieder. Deswegen wurde das als Woodpecker-Signal, also dann kam das in die Bekanntheit. Dieser schon zitierte Colonel Bearden sagte 1981 schon auf einem Symposium dieser psychotronischen Vereinigung, oder eben bei diesen Kampfmenschen damit gewirkt hat, der USA, die Wirkung der Tesla Verstärkersendegeräte vor. Er sagte, Tesla fand heraus, dass er stehende Wellen erzeugen konnte in der Erde, im geschmolzenen Kern der Erde oder einfach durch die Felsen erzeugt. Die tellurische Aktivität in den Felsen gab diesen Felsen Aktivität und man konnte aus diesen Wellen mehr Energie herausholen, als man hineinsteckte. Er nannte dieses Konzept das Verstärker-Sendegerät. Ich sag mal volkstümlich gesagt, man hat das gemolken, man hat Energie rausgemolken. Genauso wie man also tellurische Aktivität rausmelken kann, kann man auch aus der Ionosphäre, die ja kein leerer Raum ist, wie man uns immer weiß, will. Nichts ist ein leerer Raum. Nein. Ich habe in der Schule noch gelernt, also dass es da was gibt, das verschwand dann aber aus dem Unterricht, ne? Dass es da gewaltige Energien gibt. Und das wusste natürlich Tesla und alle möglichen Forscher auch, aber heute wird das an den Unis halt verschwiegen und deswegen denken heute einige, da gibt es auch nichts. Ne? So. Das dazu. Die Russen haben das dann immer weiterentwickelt und haben dann angefangen, großflächige Wettermanipulationen über Amerika zu veranstalten. Da sagt sich natürlich der normale Bürger, ja, wie soll denn das funktionieren? Ne? Ich kann das vielleicht mal am Beispiel einer Privatfirma, die in den USA sich selbstständig gemacht hat nach dem Zusammenbruch der UdSSR, die heißt Elate, und es gibt auch eine zweite Firma. Das sind russische Forscher, die da also Folgendes machen, die verkaufen den Bauern Regen. Die bauen also da ein paar Antennen auf den Acker und verkaufen dann für so und so viel, also für, ich glaube für 200 Dollar, für so und so viel Acre den Regen. Und das funktioniert. Sonst würden sie das Geld nicht kriegen, vermute ich mal. Das funktioniert sehr gut wohl. Und das funktioniert so, jetzt in einer Kurzdarstellung, dass man die Wassermoleküle sind ja H2O, das wirkt wie ein Dipol. Und man kann das durch elektromagnetische Strahlung dazu anregen, das ist eine sehr einfache Darstellung, was dann zu weit führt, eine Affinität erzeugt, sich gegenseitig anzuziehen, um dann größere Tropfen zu bilden oder überhaupt Tropfen zu bilden und die dann, wenn sie schwer genug sind, runterfallen. Also wir reden von Wolken, die dann bearbeitet werden. Also Wolken entstehen ja dann durch den Dunst, der ja im Moment noch unsichtbar ist, wenn er weit verteilt ist, aber durch die Zusammenballung entstehen ja Tropfen, oder wenn es sehr hoch ist, dann sogar Eiskristalle und die sind dann ja erst sichtbar. Nicht? Die reine Feuchtigkeit sieht man ja nicht. Die sieht man ja auch, wir haben ja ständig Feuchtigkeit beim Ausatmen, sieht man ja erst dann, wenn es kalt wird. Und, ne? Richtig, so. Wenn die Temperatur unterschiedlich ist. Genau, so. Und so muss man sich das vorstellen, dass man dadurch quasi das runtermelkt. Nicht? Also Wolken melkt, also erstmal Wolken entstehen das und dann runtermelkt. Und wenn welche da sind, die dann zum Runterfallen, bringt die Tröpfchen. Und die Möglichkeit, die Russen da den amerikanischen Landwirten verkauft haben, ist quasi so zielgenau, dass also der Landwirt daneben seine, der kriegt ein bisschen ab, aber wenn es groß genug ist, dann kriegt er nichts ab. Ja, ja. Also es war sogar erstaunlicherweise im deutschen Fernsehen neulich ein Beitrag, und da haben sie nur so ganz, einer, der hatte an seinem kleinen LKW, hat hinten so eine Antenne angebaut und hat in Russland dann also auch solche Sachen da gemacht. Ne? Aber das macht den Eindruck, also auch vom Kommentar, wenn das so eine kleine Spinnerei oder so ist. Ja. Ne? Aber man ist da sehr, sehr weit, und zwar eben schon seit den 70er Jahren, dass die also nicht nur jetzt Regen da erzeugen können, sondern sie können auch den Regen sein lassen. Sie können also auch dafür sorgen, dass eben kein Regen fällt. Genau. Ja. Und zwar elektromagnetisch. Ja? Wir haben ja, verschiedene Objekte, die da laufen. Deswegen ist so diese ganze Hard-Sache, müssen wir vielleicht mal auseinander tüfteln ein bisschen. Ja, gut, die Russen das gemacht. Jetzt machen wir einen Sprung zu Amerika. Amerika hat dann auch irgendwann damit angefangen. Der Bearden hat ja auch da ordentlich geschubst und gesagt, wir haben da also echt eine Lücke. Die Russen, die können da einiges und ihr glaubt mir das ja nicht, weil er eben sehr weit war als Forscher.
und haben dann irgendwann ja ihre Herbanlage gebaut, wobei es vorher schon forschungselektromagnetische Anlagen gab, auch die Ähnliches gemacht haben an Unis und so weiter. Und Herbanlage heißt jetzt einfach konkret, dass man das, wie muss man sich das vorstellen? Das ist zu Deutsch gesagt, also diese große Anlage, übrigens jetzt die weltgrößte Anlage, die da in Gekone, Alaska steht, in Alaska, ja, ist ein Antennenfeld von ca. 20, 25 Meter hohen Kreuzdipolantennen, die flächig aufgestellt sind, 180 Stück. Also haben mit weniger angefangen und immer weiter ausgebaut, die also mit ziemlich großen Energien arbeiten. Und also circa mit in der jetzigen Ausbaustufe, wenn sie es jetzt nicht wieder erhöht haben, mit 3500 Kilowatt. Ja? Das ist schon eine Menge, das sind also ein paar tausend Fernsehsender. Ne? Und damit kann man jetzt Verschiedenes machen. Die Russen hatten so flächige Antennen, diese Antennenwände, kann man sich auch ansehen bei Chemtrail.de oder Tschernobyl. Und zwar von einer Größe von circa 150 Meter Höhe, ich glaube 135 Meter oder so um den Dreh, und 600 Meter lang. Mhm. Gewaltige Dinge, also wenn man die Fotos sieht, diese Fotos waren stark zensiert. Es durfte nicht fotografiert werden und nichts. Und uns sind diese Dinge aber dann irgendwann zugespielt worden. Gut, ich komme jetzt mal direkt auf Herb. Die ist anders aufgebaut, eben diese Kreuzdipolantennen, genau, können einzeln phasenmäßig angesteuert werden und haben dann den Vorteil, dass sie mit diesem Feld quasi gerichtet den Strahl fahren können. Das war bei den Russen nicht ganz so leicht möglich. Das war also eine etwas primitivere Sache, muss man so sagen. Die Russen haben mit Sicherheit heute eine ähnliche Technik, aber das ist ja, die Anlagen, die damals aufgebaut haben, gehen ja zurück bis in die 70er Jahre. Ne? Und die amerikanische Anlage ist ja erst also angedacht worden in den 80er Jahren und dann vollendet worden in den 90er Jahren. Ja. Und immer weiter ausgebaut worden, sodass der volle Ausbau, man streitet sich zwischen 2002 und 2004 dann vollendet war. Und das hat ja. Und die Ausrichtung, ja, die du bei den Antennen hast, die, ja, können aber dann auch synchron geschaltet werden, sodass also die quasi alle 180, ja, genau, so können nur ein Teil oder alle konzentriert auf irgendetwas, genau, gerichtet sind. Also man muss sich das nicht vorstellen, dass sie motorisch bewegt werden, sondern, ja, man steuert sie phasengesteuert an. Und dadurch ergibt es aber, dass sich die Strahllenkung hin und her fahren lässt. Und eben, ja, sehr schnell, weil keine Mechanik da. Nicht? Also rein elektronisch ist ja blitzschnell. Wenn ich dann einen Motor habe, es gibt ja Steuerungsmotoren auch für Satellitenschüsseln und so, ist ja immer ein Verzögerungsmoment. Also sie sind blitzschnell, die Dinger. Und sie machen damit, also jetzt gehen wir erstmal davon aus, was sie zugeben. Sie sagen natürlich, es ist ein Forschungsding, um die Aurora zu erforschen. Ne? Ich meine, dafür werden aber ständig wieder 50 Millionen zum Beispiel jetzt wieder nachgeschoben, und nur um die Aurora zu erforschen, ein bisschen viel Geld für den Spaß. Es ist ein militärisches Ding, was auch von der US Air Force und der Navy geführt wird. Und es ist ganz zweifellos, dass da militärische Dinge gemacht werden. Also wie immer bei diesen Dingen, ne, hat die Army den Fuß, ja, in der ganz Army, entscheidend in der Tür. Air Force, und die Navy, ja, alle klar, diese Brüder. Ne? Und was sie zugeben, ist also quasi Erdtomographie. Also sie können sehr weit in die Erde hineingucken, indem sie also Schwingungen in die Erde senden und dann eben zum Beispiel feststellen können, also da sind jetzt Rohstoffe oder da ist jetzt ein Bunker. Oder sie, was sie auch noch zugeben, ist Kommunikation mit U-Booten, was man früher nur mit Langwellenantennen machen kann. Machen die also. Wie muss man denn jetzt das einfach sich, ja, technisch, wenn mitten in Alaska, wenn man sich das, ja, also auf dem Foto anschaut, mitten in einem Waldszenario ist dieses, dieser Antennenwald, ja, wie kann man denn von dort aus, du hast es gerade angeschaut, mit einem U-Boot kommunizieren? Ja, also Skalarwellen haben ja eine ganz andere Eigenschaft. Sie gehen ja durch die Erde hindurch. Ja? Bei normalen Wellen ist es ja so, hat man dermaßen große Verluste, dass man zum Beispiel, der UKW-Empfang ist ja nur möglich auf direkter Sichtweite. Deswegen muss man mit den Sendern sehr hoch gehen und merkt ja jeder, ja, wenn man Auto weit genug fährt, also UKW-Sender ist weg, muss ich auf einen anderen umschalten. Richtig. Ja? Die können wirklich also nahezu verlustfrei, ja, quer durch die Erde und überall hin senden. Es gibt auch keine Abschirmung. Sie können also keinen Bunker bauen, wo man also Skalarwellen sicher ist. Ne? Das ist auch noch ganz nebenbei so das Ding. Also ich gehe von dort in Alaska, ja, durch die Erde durch und weiß, wenn irgendwo ein U-Boot ist, das ist, kann das also beispielsweise, ja, direkt ansteuern. Ja, das ist die eine, ja, Möglichkeit, mit Skalarwellen zu arbeiten. Es ist ja ein Multiteil, was man damit machen, ja, kann. Man benutzt aber auch die Ionosphäre, die ja quasi eine Schutzhülle der vielen Schutzhüllen der Erde ist. Die, ja, Atmosphäre ist eine, die Ionosphäre ist eine, weil sonst würden wir ja hier überhaupt gar kein Leben, wäre gar nicht erst entstanden. Durch die harte radioaktive Strahlung, durch die Partikelstrahlung würde hier alles sofort verschwinden. Ja. Deswegen ist ja dieses Gebilde, dieses wunderbare, das kann man wirklich sagen, Eierschalengebilde, so verletzlich. Und man spielt mit diesen Energien rum. Das ist verbrecherisch. Irre. Ja, ja, also diese, ja, Brüder müssen wirklich eingesperrt werden, allesamt. Ja. Auch in allen Nationen, die damit spielen. Ja. Und
Also sie gehen an die Ionosphäre ran, die ja quasi also um die Erde sich bildet. Und das muss man sich vorstellen als ein ja, Ion. Das ist also ein energiegeladener Bereich, der die ganze Erde umhüllt und eben dafür sorgt, dass bestimmte Strahlen aufgefangen, abgelenkt werden und so weiter, zusammen mit dem Magnetfeld der Erde natürlich auch, um hier quasi unsere geschützte Hülle zu haben, um das Leben hier zu gewährleisten. So, sie steuern das an, sie können also punktgenau, das also sehr stark fokussieren, sie können in einem sehr kleinen Bereich sehr hohe Temperaturen dadurch erzeugen, also sie schicken Energie hoch. Im Prinzip ist ja, dass Mikrowellenenergie hat ja jeder, naja, hoffentlich nicht mehr jeder, aber jedenfalls in der Mikrowelle, in der Küche, ja. Und auch die ist ja nicht ganz ungefährlich, ne? Ein kleiner Gag nebenbei, in Amerika gibt es ja eine Beschreibung, dass man keine Tiere da reinstecken soll, weil wirklich eine Frau mal versucht hat, ihre Katze da drin zu trocknen, ne? Und hat sich dann beschwert und geklagt gegen die Firma und so. Also das ist nicht sehr gesund. Ist der Katze auch nicht gut bekommen? Nein, bestimmt nicht. Ja. Die ist dann wohl sehr weich gekocht worden. Ja gut, mein bisschen kleiner Witz am Rande ist ja nicht verkehrt, aber sie gehen also mit dieser Energie da hoch und können also bis zu zigtausend Grad die Ionosphäre aufheizen. Dabei passiert Folgendes. Die Ionosphäre wölbt sich dann auf und bildet also quasi wie eine Art Hohlspiegel. Und mit diesem Hohlspiegel wiederum können sie dann arbeiten. Das heißt, man geht dann mit einer getrennten Antennensendung in den Hohlspiegel hinein und kann den als Ablenkungsmedium nutzen. Als Reflektor, ja. Genau. Und das Dolle an der Sache ist, dass man das von unten ja durch diese gesteuerte Geschichte kann man diese Wölbung wie einen Spiegel, also wenn oben einer den bewegt, neigen in verschiedenste Richtungen. Klar. Und dadurch haben sie eine unheimlich gute Möglichkeit, überall hinzukommen mit ihrem abgelenkten Strahl. Das heißt, was sie zugeben ist, sie können also über Kopfradar damit zum Beispiel machen. Also sie können sehr weit ins Hinterland reingucken. Ne? Gut, kann man sagen, okay, das kann ich alles noch verstehen. Ne? Und dann kommen wir aber langsam zu Dingen, die sie eben da nicht mehr zugeben. Man kann mit dieser Technik aber auch Erdbeben erzeugen zum Beispiel. Indem man zum Beispiel, und das ist eben diese Sache, die also Geoengineering ganz besonderer Art ist, dass man an bestimmte Spannungspunkte herangeht, immer da, wo gewaltige Energien sowieso da sind, wo zum Beispiel also Erdschollen tektonische Platten genau aufeinander pressen mit gewaltigen Drücken. Also Haiti beispielsweise. Ja, also an verschiedenen Stellen laufen da auch vor Amerika laufen, also diese oder die San Andreas-Falte dadurch. Genau. Ja? Und man könnte, wie alles, das auch positiv nutzen. Man könnte sagen, okay, wenn wir jetzt befürchten, das hat sich so weit aufgebaut, es gibt demnächst ein fürchterliches Erdbeben, dann lass uns die ein bisschen kitzeln, die Spalten, damit sich das vorher entlädt. Entspannt. Da müssen wir natürlich vorher die Leute dann alle wegschicken. Es würden auch ein paar Gebäude umfallen, ist klar. Aber es würde nicht so schlimm, als wenn man jetzt wartet bis zum großen Knall. Ne? Aber wenn man das jetzt, sagen wir mal, mal dunkel nutzen will, dann kann man da natürlich auch wunderbare andere Dinge mittreiben, indem man quasi Ländern die Zerstörung schickt, gezielt. Ja? Und das ist ja dann gar nicht mehr so witzig. Ne? Also es gibt dieses Zitat, was du vielleicht einfach nochmal ansprechen solltest, als es um diese aktuelle Finanzthematik ging und die Frage gestellt wurde in Japan, warum habt ihr euch dem unterworfen? Ja, Jesu Takanaka wurde gefragt von Fulford, von Benjamin Fulford, der übrigens einer sehr reichen Familie entspringt. Gibt es sogar so ein Mausoleum. Und der hatte das Japan-Büro von, komme ich jetzt nicht drauf, jedenfalls von einer Zeitung da drüben. Und hat gefragt, warum habt ihr den europäischen und amerikanischen Oligarchen euer Finanzsystem ausgeliefert? Antwortete er, weil wir von der Erdbebenwaffe bedroht wurden. Der Japaner. Der Japaner, ja. Jesu Takanaka, genau. Ja. Und der ist auch noch nicht in der Klapsmühle, sondern der ist noch bei kleinem Verstand. Ja. Nee? Übrigens kamen mehrere Kommentare von da drüben, die zweifeln ja auch den 11.9. an und diese Dinge. Und das war ja auch, fanden bestimmte Kreise in den USA auch nicht so witzig. Wie, ich meine, das ist natürlich von der Behauptung her oder von den Möglichkeiten her die Katastrophe schlechthin, wenn man auf die Art und Weise mit der Erde Fußball spielt. Da bist du aber ganz schnell in der Ecke, wo man sagt, also jetzt wird über das Ziel hinausgeschossen. Das ist komisch, ja. Wie stabil oder wie sicher kann man sein? Gibt es Hinweise darauf, dass das wirklich eine mögliche Potenz dieser Geoengineering-Waffe ist? Also es reicht im Moment vielleicht nicht, da eine Anklage richtig dran aufzubauen, aber ich sage mal Folgendes. Es gibt bestimmte Hinweise, sowohl optischer als auch messtechnischer Art. Man hat also jetzt über die großen Erdbebengeschichten, die in China sich auch ereigneten und in anderen Ländern,
hat man also Folgendes gesehen, also über der Gegend, wo das induziert wird. Man fängt also an, in der Regel ein paar Tage vorher da zu kitzeln. Das muss sich langsam aufbauen, diese Energien. Ja, das geht nicht so, dass sie losschießen und bums, dann knallt das gleich. Dann sieht man also teilweise sich verfärbende Wolken, die ganz seltsam aussehen und all solche Dinge. Man kann dann auch, also speziell bei der Habanlage gibt es ja inzwischen Leute, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das zu beobachten, die messtechnisch erfassen, wann senden die stark und schwach. Ja. Die haben selbst auch eine Seite. Also die und das korreliert. Und das, wenn das zeitlich korreliert, kann man zumindest sagen, naja, ist zumindest komisch. Ne? Ja, ja, ja. Das ist jetzt noch kein direkter Beweis, ne? Aber es gibt ja dann auch noch Aussagen, also kann ich vielleicht auch nochmal von einem Fabio Mini, der ist also italienischer General, der gesagt hat, heute glaubt keiner mehr, er meint wahrscheinlich in Militärkreisen, weil sonst die anderen Leute wissen es ja nicht, dass also heutzutage Tsunamis und Erdbeben noch alle natürlichen Ursprungs sind. Man kann schon lange, sagt er, das künstlich erzeugen und bringt dann also kleine Atombomben und sowas dann eben als Beispiel. Ne? Ja, geht jetzt ja nicht auf Skalar ein. Aber das ist eben die Fortsetzung der eleganteren Technik heute. Es ist eben das, ja, das stille Killen. Nicht? Und der Vorteil für den, der es tut, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, wer da was gemacht hat oder was ich da vermute, die Entdeckung ist nicht so leicht, als wenn ich dann im Flugzeug vorbeikomme und eine Bombe werfe. Ne? Der Nachweis ist nicht so leicht zu finden. Völlig klar, ne? Völlig klar. Nur, also du hast es vorhin angesprochen, man könnte vielleicht eine solche Technologie im Sinne einer positiven, einer katastrophenverhindernden Form einsetzen. Rosa Libertell hat ja ein Buch zu diesem Thema geschrieben, was in Deutschland keinen Verlag findet, die an sich vor dieser Technik grundsätzlich warnt, weil wir die Erde selber zu einer Waffe. Vor diesen ganzen Techniken übrigens, und sie hat auch eine sehr gute Zeitkorrelation gebracht, was alles an Vorversuchen gelaufen ist, sind, also speziell in den USA auch. Weil sie sagt, sich erstmal vor der eigenen Tür hier kehren. Das ist ja auch richtig. Und das heißt ja auch bezeichnenderweise Planet Earth, newest weapon of war. Also Planet Erde, die neueste Waffe des Krieges. Und prangert das natürlich an. Und das ist ja eine hochkarätige Forscherin, die also auch einen alternativen Nobelpreis gekriegt hat, die bei Bhopal schon dabei war und angeprangert hat, was da chemisch passiert ist und auch Tschernobyl dabei war und so weiter. Das sind ja keine Leute, die mal eben nur einen Roman schreiben, sondern das sind Fach. Ja, sie ist auch Physikerin von Haus aus, also insofern auch eine Expertin. Und ich sag mal, sie hat die interessante Kombination, Physikerin und Nonne zu sein. Und dieser zweite Teil ihrer Seele quasi oder diese Gesamtheit ihrer Persönlichkeit ist auch ein Zeichen oder ein Garant dafür, einfach die Ehrfurcht vor dem Planeten Erde als heilig zu betrachten, nicht zu sagen, ich kann damit nicht jetzt auch noch anfangen zu experimentieren. Genau. Weil falsche Propheten gibt es genug, wir kennen genug Politiker, ohne Namen zu nennen, die also sehr leicht diese Worte im Munde führen und das Gegenteil tun. Nicht? Und ich sage, ein fühlender Mensch kann das gar nicht tun. Ja. Also mir kommen wirklich die Tränen, wenn ich sehe, manchmal, wenn ich so betroffen, was da abgeht, weil wir leben schließlich von dieser Mutter Erde und wer das noch nicht begriffen hat und nur mit seinem Kopf meint, er kann das durchsetzen gegen die gewaltigen Naturkräfte, der wird daran scheitern, das Dumme. Ja. Eine zweite prominente Geowissenschaftlerin hat sich jetzt ganz jüngst und aktuell geäußert und hat im Zusammenhang mit dem Thema HAARP auch, und damit ist sie natürlich voll in der Kopfschusszone drin, Fukushima ins Gespräch gebracht. Ja, das war sehr direkt. Ne? Lorraine Moret, Lorraine Moret hat also damals schon gewarnt, 2004, wie man überhaupt diese AKWs da so nah an die Küste bauen kann, weil da kann natürlich was passieren. Und hat ja nicht nur in dem Gebiet was erreicht, sie hat ja auch The Queen's Death Star geschrieben, zum Beispiel gegen Uranmunition, wo also die Winde bis nach England zu messen waren. Das nur ganz nebenbei. Aber da ist sie jetzt richtig frontal losgegangen, hat direkt bezichtigt. Sie hat direkt gesagt, die USA haben dieses Erdbeben verursacht. Begründet das ja auch. Man kann es auch im Internet als Video sich angucken. Ich habe das zum Teil schon übersetzt ins Deutsche, weil ich diese Aussage also schon sehr fundamental finde. Und sie belegt ja auch, sie hat ja wohl eine Lehrmeisterin, die also, ich meine, ich weiß ja, ob sie beim Manhattan-Projekt schon mitgearbeitet hat, also auf jeden Fall eine Atomwissenschaftlerin. Und sie bezeichnet sich ja auch als Whistleblowerin von Lawrence Livermore und so weiter, also diesen ganzen netten amerikanischen Militärlabors. Ja. Also sie hat bestimmt ein hohes Wissen und sie wird sich sehr gut überlegt haben, was sie da sagt. Ne? Nur wenn das so ist, dann ist eben das, was bei HAARP passiert,
nicht nur die Frage, dass ich so ein bisschen geografisch mir mal die Erde im Inneren oder in tieferen Schichten ansehen kann, vielleicht die eine oder andere freundliche Botschaft an ein U-Boot schicken kann, sondern dann hat Harp kriminelle Komponente zumindest. Und dafür ist es eigentlich verdammt unbekannt. Das ist richtig. Es ist ein geopolitisches, militärisches Machtinstrument. Auf jeden Fall ist es eine gewaltige, skalare Waffe, die also vielfältig einsetzbar ist. Ja. Aber die, wie gesagt, sie sind nicht alleine. Also es gibt inzwischen zwar nicht so große, aber es gibt auf der Welt, ich habe so eine Karte, es gibt 15, also mindestens 15 von diesen Anlagen inzwischen. Also auch da sind wieder in der Delhi, muss man wirklich mal loben. Also da ist wirklich Demokratie angesagt. Die beschreiben das auch alles, was überhaupt HAP ist, was man damit machen kann. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass man eben damit auch Mind-Control machen kann. Ja? Also man kann großflächige Bevölkerung quasi mental beeinflussen. Also einmal in der Psyche, insofern, dass man, wenn man die Frequenz runterfährt, also wir alle sind ja quasi aufgebaut auf der Erdfrequenz von 7,8 Hertz. Und wenn man also die Frequenzen rauffährt oder runterfährt, das heißt, wenn man schläft, ist man in einem niederen Bereich und wenn man sehr aufgeregt ist, in einem höheren Bereich, kann man Menschen im Prinzip manipulieren. Man kann sie einschläfern, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, oder hektisch machen. Übrigens gibt es Berichte, dass amerikanische Hubschrauber eingesetzt worden sind, teilweise in afrikanischen Gebieten, wo es also sowieso schon Differenzen gab und Menschen in Abschlachtereien und das ist natürlich so eine Unterstellung, man könnte, sage ich mal, mit diesen Frequenzen natürlich auch Leute noch aufgeregter machen und zu noch fürchterlicheren Sachen treiben. Man hat übrigens einen Film gesehen, also gibt eben auch diese, deswegen spreche ich das an, eben mobile Anlagen. Beim ersten Irakkrieg gab es mal, hat die Zensur nicht richtig geklappt, da hat also ein Hubschrauber über so einen Bunker da geschwebt und plötzlich kamen die da raus, ganz verdutzt, die irakischen Soldaten, obwohl gleich geschossen worden war und nichts. Nicht? Man hat die dann quasi elektromagnetisch bestrahlt. Das soll man, wird man demnächst, und das stand wiederum schon vor ein paar Jahren im Spiegel, ich glaube schon 5-6 Jahre her, auch so Jeeps von den Amerikanern, diese Hamm-Dinger da, mit so großen Parabolspiegeln drauf, die man so richten kann und scannt dann quasi Leute. Wenn man dann nicht so weit aufdreht, dann entsteht nur 0,3 mm unter der Haut eine Hitze von 55 Grad und das ist dann zur Aufstandsbekämpfung gedacht. Nicht? Dann werden die schon abhauen, die Leute. Nicht? So, also auch so wird darüber nachgedacht, das ist dann das ganze weite Gebiet, da müsste man vielleicht extra nochmal einen Beitrag zu machen, diese sogenannten nicht tödlichen Waffen. Da gibt es Schallwaffen und, aber das will ich jetzt, lassen wir mal beiseite. Aber diese, wichtig ist, dass dieses HAARP eben eine solche Mind-Control oder die Psycho-Waffen-ähnliche Faktor eben auch noch hat, neben der sogenannten Klimageschichte. Also für Militärs muss das also ein Traum, eine Wunderkiste sein. Klar. Man kann, und ich meine, ich bin ja nun nicht der absolute Militärspezialist, ich habe mir das ja nur angelesen über die zugänglichen Studien. Es sind ja viele Sachen auch noch geheim erklärt. Ich denke, sie können noch viel mehr, als wir jetzt schon wissen. Aber das, was wir wissen, reicht ja schon, um die Bude zuzumachen. Ja. Übrigens hat die EU ja Anläufe gemacht, den Laden verbieten zu lassen. Die haben also in den Jahren 98, 99 Herrn Nick Begich eingeladen, Sohn von einem Parlamentarier in Kanada, der in der Nähe von dieser Anlage wohnt. Und der hat also die aufgeklärt, hier erstmal die Parlamentarier, was denn Sache ist. Und dann haben die ein Papier aufgestellt und haben gewarnt vor diesen Dingen. Haben in dem Papier auch geschrieben, ich habe das auf meiner Seite zum Teil stehen, dass es viel zu wenig bekannt ist und dass erstmal dafür gesorgt werden muss, dass die Bevölkerung überhaupt weiß, dass es das gibt. Und dann beschreiben sie eben die gewaltigen Sachen, die wir eben angeschnitten haben. Also es ist festgelegt, die EU weiß es, aber ich sag mal so, sie kuscht vor den Amerikanern. Sie machen nichts, sie machen keinen Druck. Also und so weiter. Es ist dieser ganzen Anhörung keinerlei nichts gefolgt. Es hat Empfehlungscharakter. Ja. Es ist so, genauso gab es eine Empfehlungsgeschichte, die U-Munition zu verbieten, schon seit ein paar Jahren. Die Uranmunition. Ja, genau. Uranmunition, die dazu 2000 Tonnen verschossen worden ist. Wahnsinn. Wird voll verschwiegen von der gesamten Presse. Ja. Also auch da habe ich schon mal ein paar Takte zugesagt. Das ist so irre. Und auch das hat nur Empfehlungscharakter und wird also schon automatisch nicht umgesetzt, wenn es mit der NATO zu tun hat und mit Verteidigung. Also das definieren die jetzt um. Also sie verschießen, greifen andere Länder an, schmeißen das Zeug in die Gegend, aber es ist eine Verteidigung. Und dann wird das eh nicht. Da können sie ruhig was beschließen, dann ist das ausgehebelt. Und das hat nur Empfehlungscharakter, Ich meine, macht denn Brüssel an einem solchen Projekt nicht auch selbst mit? Oder ist das...
etwas, ja, was... Ja, indirekt. Also ist ja so, die EU hat ja quasi unter ihren Fittichen auch eine Anlage stehen in Tromsø. Eben, da oben, in Norwegen. Nicht? Sie sind am Bauen, ich weiß nicht, vielleicht ist das Ding auch schon fertig, auf Grönland soll noch ein viel größeres Ding entstehen, was dann ganz Eurasien noch besser bestrahlen kann. Und sie haben ja verschiedene kleinere Anlagen sowieso noch, die aber nicht jetzt so, die könnte man nicht Hab nennen oder so, das sind also Forschungsanlagen. Deswegen insgesamt sind es also nach meinem Kenntnisstand ungefähr 15, die überhaupt so existieren an allen möglichen Stellen. Und die Inder sagen ja, dass sie also auch selbst sowas haben und daran arbeiten, dass es die Chinesen haben, dass es die Russen haben, also die ganzen großen Länder sowieso, die ganzen entwickelten Länder haben es, Brasilien sogar. Ja? Also laut Colonel Bearden. Und es gibt ja dann einen noch weiteren Schritt, noch wirksamere Dinger dazu bauen. Das haben, glaube ich, jetzt also nach Bearden an sich nur 4 oder 5 Länder. Nicht? Aber das kann auch schon wieder sich geändert haben. Auf jeden Fall ist jeder scharf drauf, weil sie sagen sich, wenn die das haben, müssen wir auch was dagegen setzen. Zumindest, selbst wenn wir nicht angreifen wollen, ich meine, Indien ist ja nicht besonders ein kriegerisches Land, nicht? Dann sagen die, wir müssen uns dagegen halten können, um das, was die jetzt da rumfuschen, wieder rückgängig zu machen. Also es findet über unseren Köpfen. Ja, du siehst es ja an der, an der Atomwaffendiskussion, dass mit Korea ganz anders umgesprungen, klar, Nordkorea, natürlich, weil die im Besitz der Bombe sind. Ja. Insofern ist die, die Atombombe für Nordkorea quasi ein Schutz. Saddam Hussein hat sie eben nicht gehabt, so und war am Kopf kürzer anschließend. Ja, und es ist Afghanistan genauso. Also auch das kleinste Land muss heute auf die Idee kommen und sagen, wir müssen irgendwie an so ein Ding kommen, damit wir Ruhe haben. Ja. Ich meine, es ist ja so. Und wenn die schon offen sagen, 60 Länder wollen sie im Prinzip platt machen, ja, ich meine, da kann man sich ja ausrechnen, die haben ja sogar, es gibt ja die Liste sogar, man kann die Türkei steht ja drauf, nicht? Also das, wenn man sich das mal überlegt, also auf diesen Listen von Kissinger, da steht die Türkei drauf, ich meine, das ist ein NATO-Land, nicht? Deswegen wundert man sich ja nicht, dass die sich jetzt vielleicht den Chinesen annähern, die haben ja schon geübt jetzt neulich zusammen, gut, ist jetzt nicht Thema, aber das sind ja sehr interessante weltpolitische Sachen am Gange. Und wenn man die Hintergründe weiß, dann weiß man, aha, die kriegen langsam auch von ihrem eigenen Verbündeten ein bisschen Angst, ja. Könnte ja sein. Ne? Ja. Die, wenn man so etwas, du hast das mit der oder wir haben das mit der Moree besprochen, wenn so etwas in der Öffentlichkeit getragen wird, ist das etwas, was aber ausschließlich in dem Non-Mainstream behandelt wird, oder siehst du irgendwo einen Ausreißer? Ja, diese Versuche werden natürlich abgestraft. Ich meine, es gab ja auch eine Professorin in der Innsbrucker Uni. Ja. Ja. Die ist gerade emeritiert worden. Ja, ja. Also die einen unheimlichen Ärger gekriegt hat. Ja. Zum Glück haben hier ein paar Kollegen aus anderen Unis dabei gesprungen, aber die hat man sofort versucht wieder einzutüten. Ja. Nicht? Und die einzigen, die auf politischer Seite gesagt haben, ja, das gibt's ja, ich weiß gar nicht, was ihr habt, das war die Kommunistische Partei, erstaunlicherweise. Ich meine, mir ging es ja sanft ähnlich. Mich hat man, also seit 15 Jahren habe ich bei der VHS Oldenburg immer Vorträge gehalten zu Solar- und Energiesparen und was weiß ich, und habe dann im Jahr 2008 mal gewagt, also einen Vortrag zu halten, Macht über das Wetter, mit genau der Thematik, die wir hier behandeln. Und das war schon schwer, das durchzusetzen. Das ist wohl nur durchgegangen, weil der damalige Leiter, der das so entscheidend in Pension ging, der hat es dann erlaubt, musste sich immer reinsetzen und hören, was ich da sage. Im Jahr 2009 war ich raus, und zwar nicht nur mit diesem Vortrag, sondern mit Photovoltaik-Vorträgen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Also wieder Kollektivbestrafung, weg damit. Ja, ja, ja. Haben mich auf Druck wieder reingenommen und haben dann, aber das kann man auch nachlesen auf meiner Seite, ein unheimliches Ding abgedreht, um diesen Vortrag zu kippen mit ganz illegalen Mitteln, also total irre. Aber da sieht man, wie sensibel sie sind. Und ich habe mich auf der einen Seite geärgert, auf der anderen Seite gefreut, weil ich sage, wenn diese Aufmerksamkeit kommt, oder auch hier die Frankfurter Allgemeine über unsere jetzige Kampagne da berichtet, Spiegel sich meldet und so weiter, dann hast du getroffen. Weil so bekannt bin ich ja gar nicht, aber dann sitzt du beim richtigen Thema mit der Nadel drinne, in der Wunde. Also wenn es nicht mehr ausreicht zu sagen, Bertel oder Moree oder ihr seid wirklich die Spinner, die man nicht ernst nehmen muss, sondern wenn man eben den Riegel vorschieben muss, ist das eigentlich eine indirekte Bestätigung, dass an dieser ganzen Thematik eine ganze Menge dran ist. Weil wenn wir die absoluten Spinner wären, naja, warum? Lass dich doch spinnen. Ja. Ich meine, es gibt so viele Spinner im Internet, wenn man jetzt jeden irgendwo erwähnen würde, nur so viele Schlagzeilen gibt es gar nicht. Ja. Ja. Nicht? Also von daher kann man sich ja fast freuen. Ne? Ein spannendes Thema und ein grausames und fürchterliches Thema, was die Auswirkungen betrifft. Insofern gut, dass wir hier ein bisschen Klarheit in diese Diskussion, in diese Debatte und auch in die technischen Möglichkeiten, ich sage das mal ausdrücklich in Anführungsstriche, gebracht haben. Denn die Perspektive, ein Land mit einer
Erdbebenwaffe zu bedrohen. Also wenn das wirklich sich bei Haiti oder bei Fukushima als eine künstlich gemachte Aktivität herausstellt, haben wir hier Verbrechen gegen die Menschheit in ganz großem Stil. Da sollte man in der Tat nicht nur nicht weggucken, sondern ganz laut aufschreien. Also um eine Art von Gerechtigkeit nochmal zu erwähnen, also Russland hat ja quasi auch solche Dinge mit Amerika getrieben. Und dazu ist es ja, das können wir jetzt nicht erschöpfend behandeln, dazu gekommen, dass der Tschernobyl-Reaktor in die Luft flog. Das kann man sehr gut nachvollziehen über Herrn Würden, aber auch über die Sachen, die ich da reingestellt habe, mir ins Netz. Ich habe das alles übersetzt von den Würden. Auch das Internationale Rote Kreuz hat sich ja geäußert zu HAARP, das wollte ich nochmal eben erwähnen. Und zwar im Jahr 94 hat das IRK einen Bericht rausgegeben, die sich mit nicht tödlichen Technologien befassen, damit auch direkt mit HAARP. Und sie haben gesagt, dass EM, also elektromagnetische Pulse, zu deren Erzeugung HAARP in der Lage ist, erstens tierisches Gewebe überhitzen und beschädigen kann, das Nervensystem beeinflussen kann, eine Schwelle für die Induktion von Mikrowellenhören schaffen kann. Gibt ja dieses Gerät Neurophon, was Harry Flanagan erfunden hat, wo man wirklich, also nicht über die Ohren, sondern direkt durch Mikrowellenschwingung im Kopf eine Stimme im Kopf hört. Das heißt, viele der sogenannten Verrückten, die man heute in die Klapsmühlen steckt, müssen nicht unbedingt zwangsläufig schizophren sein. Sie könnten auch attackiert werden von solchen transportablen Dingen. Ja? Ne? Und sie fügen in ihrem Bericht noch hinzu, dass der Schwerpunkt der EM-Bewaffnung sich verschiebe und zunehmend aus einem Kriegsinstrument werde ein Mittel zur Kontrolle von Unruhen. Das heißt, es verlagert sich in die Beherrschung der eigenen Bevölkerung. Ja. Ja? Und das ist ja eine Aussage vom IRK, den kann man ja wohl bestimmt keine Verschwörungstheoretiker unterjubeln. Nee, eine Aussage. Genauso wie Geophysiker Gordon J.B. McDonald festgestellt hat, präzise ausgeführte elektronische Schläge könnten zu einem Oszillationsmuster führen, das hohe Energieniveaus über der Erde erzeugt. Er bemerkte auch, es sei möglich, ein System zu entwickeln, mit dem die Gehirnleistung sehr großer Populationen in ausgewählten Regionen über eine längere Periode ernsthaft beeinträchtigt werden könnte. Und Brzezinski hat noch gesagt, 1970, eine stärker kontrollierte und gerichtete Gesellschaft hat er vorausgesagt, die in der Zukunft von einer starken Elite dominiert werde. Und wenn man sich heute die Verhältnisse anguckt, dann sind wir da schon ziemlich weit gediehen. Ja. Also das, was man feststellen muss eigentlich als Fazit, und ich danke dir für deine Ausführung, deine Informationen, ist der Größenwahn, der dort dahinter steckt. Ja. Nicht nur die verbrecherischen Möglichkeiten, die offensichtlich auch genutzt werden, sondern die Anmaßung und der Größenwahn, Menschen zu beherrschen, die Welt zu beherrschen und den Planet selber als Waffe zu instrumentalisieren, das ist schon in einer Weise krank, die schon erstaunlich ist. Vielleicht noch einen kleinen Punkt, und zwar der Verteidigungsminister Cohen hat 1997 auf einer Konferenz Folgendes gesagt, also weil wir diese Dinge jetzt tun können, und er hat das benannt, also Erdbebenerzeugung, die ganzen Sachen, die auch in der NMAT-Konvention schon stehen, Tsunami-Erzeugung und. Er hat gewarnt, dass es nicht nur Staaten im Prinzip können, sondern dass diese Technologien auch teilweise eben ja anderen Organisationen zugänglich gemacht werden könnten, weil es ist gar nicht so schwer, sowas zu bauen, auch in kleiner Form. Also es gibt heute so kleine Waffensysteme, mit denen man zum Beispiel eine AKW hochjagen könnte. Da braucht man gar keine Panzerfaust oder irgendwas mehr zu, auf elektromagnetische Art und Weise, indem man einfach die Elektronik zerschießt oder ein Flugzeug runterholt. Das ist zugegeben. Da gibt es eine Menge Dokumente zu. Die Amerikaner haben extra eine ganze Studie, ich habe das dicke Ding mal durchgelesen, wo das beschrieben wird. Ja? Also das sind auch so Dinge, die sind schon, also benannt, wie gesagt, sogar vom Verteidigungsminister zugegeben, dass es das gibt. Ja? Also das, was wirklich der Wert unseres Gespräches, das, was du hier zitierst, das ist eigentlich das Erstaunliche, dass die Fakten, dass die Quellen in großer Fülle verfügbar sind und natürlich wie immer diese Dinge in den Mainstream keinen Eingang finden, aber die Fakten, die Möglichkeiten, die sind beschrieben, die sind da. Ja. Die Militärs haben die Hose runtergelassen, die Politiker haben die Hose runtergelassen, Brzezinski immer wieder sowieso, Rockefeller. Das heißt, man hat hier die Informationen, die zur Verfügung stehen. Man muss sie einfach nur zusammentragen und man kriegt ein Bild, das in der Tat wahrlich kein schönes ist. Das ist so, ne? Und ich meine, jeder, der jetzt kritisch ist, der sollte auch kritisch, der soll mir ja gar nichts glauben, nachforschen, nachgucken. Richtig. Durchs richtig. Internet ist es relativ einfach, man kommt in Government-Sachen so rein und kann das alles nachlesen. Ja. Und dann kann man sich seine Meinung bilden. Trotzdem ist es gut, dass es Menschen wie dich gibt, die diese Dinge zusammentragen, sich damit wahrlich keine Freunde
schaffen, zumindest nicht auf der anderen Seite, aber dass es so etwas gibt, dass man eben auch auf deiner Seite Möglichkeiten gibt, eben diese Dinge nachzulesen. Mhm. Sich technisch, wenn mitten in Alaska, wenn man sich das also auf dem Foto anschaut, mitten in einem Waldszenario dieser Antennenwald, wie kann man denn von dort aus, du hast es gerade angeschaut, mit einem U-Boot kommunizieren? Ja, also Skalarwellen haben ja eine ganz andere Eigenschaft. Sie gehen ja durch die Erde hindurch. Ja? Bei normalen Wellen ist es ja so, hat man dermaßen große Verluste, dass man zum Beispiel, der UKW-Empfang ist ja nur möglich auf direkter Sichtweite. Deswegen muss man mit den Sendern sehr hoch gehen. Und merkt ja jeder, wenn man Auto weit genug fährt, also UKW-Sender ist weg, muss ich auf einen anderen umschalten. Richtig. Ja? Die können wirklich also nahezu verlustfrei, ja, quer durch die Erde und überall hin senden. Es gibt auch keine Abschirmung. Sie können also keinen Bunker bauen, wo man also Skalarwellen sicher ist. Das ist auch noch ganz nebenbei so das Ding. Also ich gehe von dort in Alaska durch die Erde durch und weiß, wenn irgendwo ein U-Boot ist, also beispielsweise direkt ansteuern. Ja, das ist die eine Möglichkeit, mit Skalarwellen zu arbeiten. Es ist ja ein Multi-Teil, was man damit machen kann. Man benutzt aber auch die Ionosphäre, die ja quasi eine Schutzhülle der vielen Schutzhüllen der Erde ist. Die Atmosphäre ist eine, die Ionosphäre ist eine, weil sonst würden wir ja hier überhaupt gar kein Leben, wäre gar nicht erst entstanden. Durch die harte radioaktive Strahlung, durch die Partikelstrahlung würde hier alles sofort verschwinden. Ja. Deswegen ist ja dieses Gebilde, dieses wunderbare, das kann man wirklich sagen, Eierschalengebilde, so verletzlich. Und man spielt mit diesen Energien rum. Das ist verbrecherisch. Irre. Ja, also diese Brüder müssen wirklich eingesperrt werden, allesamt. Ja. Auch in allen Nationen, die damit spielen. Ja. Ja. Und also sie gehen an die Ionosphäre ran, die ja quasi also um die Erde sich bildet. Und das muss man sich vorstellen als ein Ionen. Das ist also ein energiegeladener Bereich, der die ganze Erde umhüllt und eben dafür sorgt, dass bestimmte Strahlen aufgefangen, abgelenkt werden und so weiter. Zusammen mit dem Magnetfeld der Erde natürlich auch, um hier quasi unsere geschützte Hülle zu haben, um das Leben hier zu gewährleisten. So, sie steuern das an. Sie können also punktgenau das also sehr stark fokussieren. Sie können in einem sehr kleinen Bereich sehr hohe Temperaturen dadurch erzeugen. Also sie schicken Energie hoch. Im Prinzip ist ja, dass Mikrowellenenergie hat ja jeder, naja, hoffentlich nicht mehr jeder, aber jedenfalls in der Mikrowelle, in der Küche. Ja. Ja. Und auch die ist ja nicht ganz ungefährlich. Ne? Ein kleiner Gag nebenbei, in Amerika gibt es ja eine Beschreibung, dass man keine Tiere da reinstecken soll, weil wirklich eine Frau mal versucht hat, ihre Katze da drin zu trocknen. Ne? Und hat sich dann beschwert und geklagt gegen die Firma und so. Also das ist nicht sehr gesund. Ist der Katze auch nicht gut bekommen? Nein, bestimmt nicht. Ja. Die ist dann wohl sehr weich gekocht worden. Ja gut, mein bisschen kleiner Witz am Rande ist ja nicht verkehrt, aber sie gehen also mit dieser Energie da hoch und können also bis zu zigtausend Grad die Ionosphäre aufheizen. Dabei passiert Folgendes. Die Ionosphäre wölbt sich dann auf und bildet also quasi wie eine Art Hohlspiegel. Und mit diesem Hohlspiegel herum können sie dann arbeiten. Das heißt, man geht dann, das muss das also eine Traum. Wunderkiste sein. Ja, ja? Klar. Man kann, und ich meine, ich bin ja nun nicht der absolute Militärspezialist. Ich habe mir das ja nur angelesen über die zugänglichen Studien. Es sind ja viele Sachen auch noch geheim erklärt. Ich denke, sie können noch viel mehr, als wir jetzt schon wissen. Aber das, was wir wissen, reicht ja schon, um die Bude zuzumachen. Ja. Übrigens hat die EU ja Anläufe gemacht, den Laden verbieten zu lassen. Die haben also in den Jahren 98, 99 Herrn Nick Begich eingeladen, Sohn von einem Parlamentarier in Kanada, der in der Nähe von dieser Anlage wohnt. Und der hat also die aufgeklärt, hier erstmal die Parlamentarier, was denn Sache ist. Und dann haben die ein Papier aufgestellt und haben gewarnt vor diesen Dingen. Haben in dem Papier auch geschrieben, ich habe das auch auf meiner Seite zum Teil stehen, dass es viel zu wenig bekannt ist und dass erstmal dafür gesorgt werden muss, dass die Bevölkerung überhaupt weiß, dass es das gibt. Und dann beschreiben sie eben die gewaltigen Sachen, die wir eben angeschnitten haben. Also es ist festgelegt, die EU weiß es, aber ich sag mal so, sie kuscht vor den Amerikanern. Sie machen nichts, sie machen keinen Druck. Also es ist keine, es ist dieser ganzen Anhörung keinerlei nichts gefolgt. Es hat Empfehlungscharakter. Ja. Es ist so, genauso gab es eine Empfehlungsgeschichte, die U-Munition zu verbieten, schon seit ein paar Jahren. Die Uranmunition. Ja, genau, Uranmunition, die da zu 2000 Tonnen verschossen worden ist. Wahnsinn, wird voll verschwiegen von der gesamten Presse. Ja. Also auch da habe ich schon mal ein paar Takte zugesagt. Das ist so irre. Und auch das hat nur Empfehlungscharakter und wird also schon automatisch nicht umgesetzt, wenn es mit der NATO zu tun hat und mit Verteidigung. Also das definieren die jetzt um. Also sie verschießen, greifen andere Länder an, schmeißen das Zeug in die Gegend, aber es ist Verteidigung. Ja. Und dann wird das nicht. Da kann sie ruhig was beschließen, dann ist das ausgehebelt. Ja. Und das hat nur Empfehlungscharakter, Ich meine, da macht denn Brüssel an einem solchen Projekt nicht auch selbst mit? Oder ist das
etwas, ja, was... Ja, indirekt. Also ist ja so, die EU hat ja quasi unter ihren Fittichen auch eine Anlage stehen in Tromsø. Eben, da oben, in Norwegen. Nicht? Sie sind am Bauen, ich weiß nicht, vielleicht ist das Ding auch schon fertig, auf Grönland soll noch ein viel größeres Ding entstehen, was dann ganz Eurasien noch besser bestrahlen kann. Und sie haben ja verschiedene kleinere Anlagen sowieso noch, die aber nicht jetzt so, die kann man nicht Hab nennen oder so, das sind also Forschungsanlagen. Deswegen insgesamt sind es also nach meinem Kenntnisstand ungefähr 15, die überhaupt so existieren an allen möglichen Stellen. Und die Inder sagen ja, dass sie also auch selbst sowas haben und daran arbeiten, dass es die Chinesen haben, dass es die Russen haben, also die ganzen großen Länder sowieso, die ganzen entwickelten Länder haben es, Brasilien sogar. Ja? Also laut Colonel Bearden. Und es gibt ja dann einen noch weiteren Schritt, noch wirksamere Dinger dazu bauen. Das haben, glaube ich, jetzt also nach Business an sich nur 4 oder 5 Länder. Nicht? Aber das kann auch schon wieder sich geändert haben. Auf jeden Fall ist jeder scharf drauf, weil sie sagen sich, wenn die das haben, müssen wir auch was dagegen setzen. Zumindest, selbst wenn wir nicht angreifen wollen, ich meine, Indien ist ja nicht besonders ein kriegerisches Land, nicht? Dann sagen die, wir müssen uns dagegen halten können, um das, was sie jetzt da rumfuschen, wieder rückgängig zu machen. Also es findet über unseren Köpfen. Ja, du siehst es ja an der, ja, an der Atomwaffendiskussion. Ja. Da, treibt. Aber zum Schluss dann eben nicht mehr. Und aber wie er das dann quasi verkündete, das war ja nicht ganz angesagt, weil ich sag mal, wenn man keinen Zähler mehr aufstellen kann, wo man abkassieren kann, ist natürlich und ganz wo man schlecht. Keine Saugnäpfe an die Leute dran machen kann, das ist schon übel. Er ist ja dann auch rechtzeitig mit dem Auto verunfallt. Das außerdem, aber man hat ihn erstmal die Gelder einfach gecancelt, das heißt seine halbfertige gebauter Sender, der war dann, wurde nicht vollendet und das war's. So. Man hat sich dann also sehr früh von russischer Seite interessiert für diese Dinger, später aber auch natürlich von amerikanischen Geheimdiensten und Militärs. Die zuerst anfingen mit diesen ganzen Techniken, waren zumindest für die Sachen in der Auswirkung, wie wir sie heute konnten, eigentlich nicht die Amerikaner, sondern die Russen. Da haben natürlich die Deutschen auch wieder mitgespielt, weil es ist ja so, überall wo Hochtechnologie ist oder überhaupt Forschung, waren die Deutschen immer führend. Und das ach so böse Deutsche Reich hatte ja trotzdem hervorragende Forscher. Und nicht nur, dass sie, ich glaube, 100.000 Tonnen uns geklaut haben hier an Forschungs- und Patentgeschichten. Ja, ja. Wir waren so weit, dass wir schon das Dopplerradar erfunden hatten. Und wie der Krieg aus war, haben sich nicht nur die Russen, sondern auch die Amerikaner und deutsche Forscher gegriffen. Und die Russen haben tatsächlich also an dieser Technik weitergearbeitet und waren sehr schnell fähig, mit sogenannter Skalarenergie zu arbeiten, mit Skalarwellen und Skalarwaffen. Sie haben, und das haben die Amerikaner erst gar nicht gemerkt, zumindest wie es Leutnant Colonel Bearden von den US-Streitkräften darstellt, der übrigens auch eine Rolle gespielt hat bei den sogenannten Kampfmönchen der Amerikaner, also auch sehr interessant und vielleicht verwirrend für einige, die wirklich also einen Psychokrieg da damals führen wollten. Jedenfalls, der gute Mann stellt es eben so dar, dass die Russen die bestehenden Radaranlagen quasi einfach doppelt benutzt haben, auch für diese Skalarwaffengeschichten. Und die Amis haben dann durch ihre Fernaufklärung ja nur die gleichen Dinger da stehen sehen und haben sich nichts dabei gedacht. Und die ersten Versuche der Russen fingen ja an, das ist allerdings bekannt geworden, indem sie die amerikanische Botschaft in Moskau bestrahlt haben und dann es etwas übertrieben haben, indem sie also sehr viele Mikrowellen losgeschickt haben, um übrigens diese Leute mental zu beeinflussen vor Verhandlungen. Ja, man wollte sie ein bisschen düselig machen, ja. Dass es so weit kam, dass denen also teilweise Blut aus der Nase und aus den Ohren lief, das war dann nicht mehr so witzig und dann haben die Amerikaner auch protestiert, weil sie gemerkt haben, irgendwas ist da im Busch. Aber die Russen haben immer wieder Versuche gemacht, um zu testen, ob die Amerikaner überhaupt arbeiten an diesen Dingen. Sie taten es lange nicht. Das kam dann erst später, also beim Zusammenbruch der UdSSR und so weiter, sind dann ja auch Leute rübergegangen, die sich übrigens auch selbstständig gemacht haben in den USA und selbst dann Wetterbeeinflussung privat betrieben haben. Da komme ich gleich nachher noch drauf. Also es ist so, jetzt mal ein Zeitsprung ein bisschen, und das hängt jetzt wiederum mit Ozonloch und den ganzen anderen Lügen, die sie uns hier präsentieren, zusammen. Ich sag mal so, ich habe ja als Greenpeacer sehr lange auch hier gegen FCKWs gekämpft und 1987 saßen wir schon zusammen mit Leuten vom Umweltamt. Ich habe es ja alles geglaubt und habe letztendlich für Rockefeller und ähnliche Leute wahrscheinlich gearbeitet, ohne es zu wissen. In anderen Ländern hat man also Folgendes gesehen, also über der Gegend, wo das induziert wird. Man fängt also an, in der Regel ein paar Tage vorher da zu kitzeln. Das muss sich langsam aufbauen, diese Energien. Ja, das geht nicht so, dass sie losschießen und bumsen, knallt das gleich. Dann sieht man also teilweise sich verfärbende Wolken, die ganz seltsam aussehen und all solche Dinge. Man kann dann auch, also speziell bei der Habanlage gibt es ja inzwischen Leute, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das zu beobachten, die messtechnisch erfassen, wann senden die stark und schwach. Die haben selbst auch eine Seite. Also die und das korreliert. Und das, wenn das zeitlich korreliert, kann man zumindest sagen, naja, ist zumindest komisch. Ne? Ja, ja. Das ist jetzt noch kein direkter Beweis. Ne?
Aber es gibt ja dann auch noch Aussagen, also kann ich vielleicht auch nochmal von einem Fabio Mini, der ist also italienischer General, der gesagt hat, heute glaubt keiner mehr, er meint wahrscheinlich in Militärkreisen, weil sonst die anderen Leute wissen es ja nicht, dass also heutzutage Tsunamis und Erdbeben noch alle natürlichen Ursprungs sind. Man kann schon lange, sagt er, das künstlich erzeugen und bringt dann also kleine Atombomben und sowas dann eben als Beispiel. Ne? Ja, geht jetzt nicht auf Skalar ein. Aber das ist eben die Fortsetzung der eleganteren Technik heute. Es ist eben das, das stille Killen. Nicht? Und der Vorteil für den, der es tut, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, wer da was gemacht hat oder was ich da vermute, die Entdeckung ist nicht so leicht, als wenn ich dann im Flugzeug vorbeikomme und eine Bombe werfe. Der Nachweis ist nicht so leicht zu finden. Völlig klar. Nur, also du hast es vorhin angesprochen, man könnte vielleicht eine solche Technologie im Sinne einer positiven, einer katastrophenverhindernden Form einsetzen. Rosa Libertell hat ja ein Buch zu diesem Thema geschrieben, was in Deutschland keinen Verlag findet, die an sich vor dieser Technik grundsätzlich warnt, weil wir die Erde selber zu einer Waffe. Vor diesen ganzen Techniken übrigens, und sie hat auch eine sehr gute Zeitkorrelation gebracht, was alles an Vorversuchen gelaufen ist, also speziell in den USA auch, weil sie sagt, sich erstmal vor der eigenen Tür hier kehren, das ist ja auch richtig, und das heißt ja auch bezeichnenderweise Planet Earth Newest Weapon of War, also Planet Erde die neueste Waffe des Krieges. Und prangert das natürlich an, und das ist ja eine hochkarätige Forscherin, die also auch einen alternativen Nobelpreis gekriegt hat, die bei Bhopal schon dabei war und angeprangert hat, was da chemisch passiert ist und auch Tschernobyl dabei war und so weiter. Das sind ja keine Leute, die mal eben nur einen Roman schreiben, sondern das sind Fachfrauen. Ja, sie ist auch Physikerin von Haus aus, also insofern auch eine Expertin. Ja. Und ich sag mal, sie hat die interessante Kombination, Physikerin und Nonne zu sein. Okay. Und dieser zweite Teil ihrer Seele quasi oder diese Gesamtheit ihrer Persönlichkeit ist auch ein Zeichen oder ein Garant dafür, einfach die Ehrfurcht vor dem Planeten Erde. Das sind russische Forscher, die da also Folgendes machen, die verkaufen den Bauern Regen. Die bauen also da ein paar Antennen auf dem Acker und verkaufen dann für so und so viel, also für, ich glaube für $200 für so und so viel Acre den Regen. Und das funktioniert. Und das funktioniert. Sonst würden sie das Geld nicht kriegen, vermute ich mal. Ne? Das funktioniert sehr gut wohl, und das funktioniert so, jetzt in einer Kurzdarstellung, dass man, die Wassermoleküle sind ja H2O, das wirkt wie ein Dipol, und man kann das durch elektromagnetische Strahlung dazu anregen, das ist eine sehr einfache Darstellung, was dann zu weit führt, eine Affinität erzeugt, sich gegenseitig anzuziehen, um dann größere Tropfen zu bilden oder überhaupt Tropfen zu bilden und die dann, wenn sie schwer genug sind, runterfallen. Also wir reden von Wolken, die dann bearbeitet werden. Also Wolken entstehen ja dann durch den Dunst, der ja im Moment noch unsichtbar ist, wenn er weit verteilt ist, aber durch die Zusammenballung entstehen Tropfen. Oder wenn es sehr hoch ist, dann sogar Eiskristalle, und die sind dann ja erst sichtbar. Nicht? Die reine Feuchtigkeit sieht man ja nicht. Die sieht man ja auch, wir haben ja ständig Feuchtigkeit beim Ausatmen, sieht man ja erst dann, wenn es kalt wird. Und richtig, so. Wenn Temperaturunterschied ist. Genau, so. Und so muss man sich das vorstellen, dass man dadurch quasi das runtermelkt. Ne? Also Wolken melkt, also erstmal Wolken entstehen lässt und dann runtermelkt. Und wenn welche da sind, die dann zum Runterfallen, bringt die Tröpfchen. Und die Möglichkeit, die die Russen da den amerikanischen Landwirten verkauft haben, ist quasi so zielgenau, dass also der Landwirt daneben seine, der kriegt ein bisschen ab, aber so, wenn es groß genug ist, dann kriegt er nichts ab. Ja. Also es war sogar erstaunlicherweise im deutschen Fernsehen neulich ein Beitrag, aber da haben sie nur so ganz, einer, der hatte an seinem kleinen LKW, hat hinten so eine Antenne angebaut und hat in Russland dann also auch solche Sachen da gemacht. Ne? Aber das macht sich den Eindruck, also auch vom Kommentar, wenn das so eine kleine Spinnerei oder so ist. Yeah. Nee, aber man ist da sehr, sehr weit, und zwar eben schon seit den 70er Jahren, dass die also nicht nur jetzt Regen da erzeugen können, sondern sie können auch den Regen sein lassen. Sie können also auch dafür sorgen, dass eben kein Regen fällt. Genau. Ja. Und zwar elektromagnetisch. Ja? Wir haben verschiedene Objekte, die da laufen. Deswegen ist so diese ganze Hard-Sache, müssen wir vielleicht mal auseinander tüfteln ein bisschen. Ja, gut, die Russen das gemacht. Jetzt machen wir einen Sprung zu Amerika. Amerika hat dann auch irgendwann damit angefangen. Der Biden hat ja auch da ordentlich geschubst und gesagt, wir haben da also echt eine Lücke. Die Russen, die können da einiges, und ihr glaubt mir das ja nicht, weil er eben sehr weit war als Forscher.
und haben dann irgendwann ja ihre Herbanlage gebaut, wobei es vorher schon forschungselektromagnetische Anlagen gab, auch die Ähnliches gemacht haben an Unis und so weiter. Und Herbanlage heißt jetzt einfach konkret, dass man das, wie muss man sich das vorstellen? Das ist zu deutsch gesagt, also diese große Anlage, übrigens jetzt die weltgrößte Anlage, die da in Gekone, Alaska steht, in Alaska, ja, ist ein Antennenfeld von ca. 20, 25 Meter hohen Kreuzdipolantennen, die flächig aufgestellt sind, 180 Stück. Also haben mit weniger angefangen, haben immer weiter ausgebaut, die also mit ziemlich großen Energien arbeiten und also circa mit drauf. Also es ist so, jetzt mal ein Zeitsprung ein bisschen, und das hängt jetzt wiederum mit Ozonloch und den ganzen anderen Lügen, die sie uns hier präsentieren, zusammen. Ich sag mal so, ich habe ja als Greenpeacer sehr lange auch hier gegen FCKWs gekämpft und, und 87 saßen wir schon zusammen mit Leuten vom Umweltamt. Ich habe es ja alles geglaubt und habe letztendlich für Rockefeller und ähnliche Leute wahrscheinlich gearbeitet, ohne es zu wissen. Nur mal ganz kurz, ich meine, die ganze Ozonproblematik ist ja ganz anders entstanden. Man hat ja sehr früh Atomtests da oben gemacht, zum Auslösen und Testen überhaupt, was passiert. Man hat dann also oben heißt Ionosphäre. In der Ionosphäre. Man hat sie quasi mit Atombombenexplosionen auseinandergerissen. Ja. Die Amerikaner haben einmal sogar 3 Stück gleichzeitig da oben explodieren lassen, die Russen auch. Und haben dann eben gemerkt, es gibt einen gewaltigen Impuls, den man natürlich auch gut benutzen kann im Kriegsfall. Das heißt, wenn ich einen Krieg anfange, setze ich so einen Impuls über einen Staat und dann sind alle elektronischen Sachen erstmal tot. Das ist dieser elektromagnetische Impuls, der alles aus EMP, genau. Im Prinzip alles, was nicht geschirmt ist. Heute sind die Dinge natürlich geschirmt, weil die haben ja gemerkt, was da passiert. Aber gegen sehr starke Impulse ist fast keine Abschirmung möglich. Ja, so. Also man hat dann irgendwann gemerkt, dass also in den USA und überall also eine 83%ige Steigerung bei Fällen von Hautkrebs in den USA. So, und dann kam ja diese ganze Ozonloch-Geschichte da auf. Jetzt gibt es aber eine seltsame Korrelation zeitlich zu dem Beginn dieser elektromagnetischen Strahlungswaffengeschichten. Die Sowjets waren schon seit dem 4. Juli 1976, also quasi am Gange, und haben die Übertragung in der Nähe von Tschernobyl mit 7 Tesla Verstärkersendegeräten angefangen. Die Abbilder kann man auf meiner Seite auch sehen unter dem Button Tschernobyl. Die 10 Hertz Energie, also eine sehr tiefe Frequenz, die also unterhalb der Hörschwelle übrigens liegt, bei 16 Hertz können wir erst hören, in die Ionosphäre strahlten und eine energetische stehende Welle erzeugten, die von Chile bis Alaska reichte. Gleichzeitig koordinierten 3 sowjetische Satelliten, auch da waren die Russen führend, das ist ja bekannt, diese Bestrahlung der oberen Atmosphäre. Diese Signale wurden auf der ganzen Welt registriert, und zwar interessanterweise von Amateurfunkern, die das dann prompt Spechtsignal genannt haben, weil das irgendwie ein Specht klang. So brrrt, ne, eine Pause, brrrt wieder. Deswegen wurde das als Woodpecker-Signal, also dann kam das in die Bekanntheit. Dieser schon zitierte Colonel Bearden sagte 1981 schon auf einem Symposium dieser psychotronischen Vereinigung, oder eben bei diesen Kampfmenschen damit gewirkt hat, der USA, die Wirkung der Tesla-Verstärkersendegeräte vor. Er sagte, Tesla fand heraus, dass er stehende Wellen erzeugen konnte in der Erde, im geschmolzenen Kern der Erde oder einfach durch die Felsen erzeugt. Die tellurische Aktivität in den Felsen gab diesen Felsen Aktivität und man konnte aus diesen Wellen mehr Energie herausholen, als man hineinsteckte. Er nannte dieses Konzept das Verstärker Fuß in der ganz entscheidend in der Tür Air Force, und Navy Air, alle klar, diese Brüder, ne? Und was sie zugeben ist also quasi Erdtomographie, also sie können sehr weit in die Erde hineingucken, indem sie also Schwingungen in die Erde senden und dann eben zum Beispiel feststellen können, also da sind jetzt Rohstoffe oder da ist jetzt ein Bunker. Oder sie, was sie auch noch zugeben, ist Kommunikation mit U-Booten, was man früher nur mit Langwellenantennen machen kann. Machen die also. Wie muss man denn jetzt das einfach sich technisch, wenn mitten in Alaska, wenn man sich das also auf dem Foto anschaut, mitten in einem Waldszenario dieser Antennenwald, wie kann man denn von dort aus, du hast es gerade angeschaut, mit einem U-Boot kommunizieren? Ja, also Skalarwellen haben ja eine ganz andere Eigenschaft. Sie gehen ja durch die Erde hindurch. Ja? Bei normalen Wellen ist es ja so, hat man dermaßen große Verluste, dass man zum Beispiel, der UKW-Empfang ist ja nur möglich auf direkter Sichtweite. Deswegen muss man mit den Sendern sehr hoch gehen und merkt ja jeder, wenn ein Auto weit genug fährt, also UKW-Sender ist weg, muss ich auf einen anderen umschalten. Richtig. Ja? Die können wirklich also nahezu verlustfrei, ja, quer durch die Erde und überall hin senden. Es gibt auch keine Abschirmung. Sie können also keinen Bunker bauen, wo man also Skalarwellen sicher ist. Ne? Das ist auch noch ganz nebenbei so das Ding. Also ich gehe von dort in Alaska durch die Erde durch und weiß, wenn irgendwo ein U-Boot ist, also beispielsweise direkt ansteuern. Ja, das ist die eine Möglichkeit, mit Skalarwellen zu arbeiten. Es ist ja ein Multi,
Teil, was man damit machen kann. Man benutzt aber auch die Ionosphäre, die ja quasi eine Schutzhülle der vielen Schutzhüllen der Erde ist. Die Atmosphäre ist eine, die Ionosphäre ist eine, weil sonst würden wir ja hier überhaupt gar kein Leben, wäre gar nicht erst entstanden. Durch die harte radioaktive Strahlung, durch die Partikelstrahlung würde hier alles sofort verschwinden. Ja. Deswegen ist ja dieses Gebilde, dieses wunderbare, das kann man wirklich sagen, Eierschalengebilde, so verletzlich. Und man spielt mit diesen Energien rum. Das ist, verbrecherisch. Irre. Ja, also diese Brüder müssen wirklich eingesperrt werden, allesamt. Ja. Auch in allen Nationen, die damit spielen. Ja. Und also sie gehen an die Ionosphäre ran, die ja quasi also um die Erde sich bildet. Und das muss man sich vorstellen als ein Ionen. Das ist also ein energiegeladener Bereich, der die ganze Erde umhüllt. Und eben dafür sorgt, dass bestimmte Strahlen aufgefangen, abgelenkt werden und so weiter. Zusammen mit dem Magnetfeld der Erde natürlich auch, um hier quasi unsere geschützte Hülle zu haben, um das Leben hier zu gewährleisten. So, sie steuern das an. Sie können also punktgenau das also sehr stark fokussieren. Sie können in einem sehr kleinen Bereich sehr hohe Temperaturen dadurch erzeugen. Also sie schicken Energie hoch. Im Prinzip ist ja... Das Mikrowellenenergie hat ja jeder, naja, hoffentlich nicht mehr jeder, aber jedenfalls in der Mikrowelle, in der Küche. Ja. Ja. Und auch die ist ja nicht ganz ungefährlich. Ne? Ein kleiner Gag nebenbei, in Amerika gibt es ja eine Beschreibung, dass man keine Tiere da reinstecken soll, weil wirklich eine Frau mal versucht hat, ihre Katze da drin zu trocknen. Ne? Und hat sich dann beschwert und geklagt gegen die Firma und so. Also das ist nicht sehr gesund. Ist der Katze auch nicht gut bekommen. Die sind nicht alleine. Also es gibt inzwischen... zwar nicht so große, aber es gibt auf der Welt, ich habe so eine Karte, es gibt 15, also mindestens 15 von diesen Anlagen inzwischen. Also auch da sind wieder in der Delhi, muss man wirklich mal loben, also da ist wirklich Demokratie angesagt. Die beschreiben das auch alles, was überhaupt hab ist, was man damit machen kann. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass man eben damit auch Mind-Control machen kann. Ja? Also man kann großflächige Bevölkerung quasi mental beeinflussen, also einmal in der Psyche, insofern, dass man, wenn man die Frequenz runterfährt, also wir alle sind ja quasi aufgebaut auf der Erdfrequenz von 7,8 Hertz. Und wenn man also die Frequenzen rauffährt oder runterfährt, das heißt, wenn man schläft, ist man in einem niederen Bereich und wenn man sehr aufgeregt ist, in einem höheren Bereich, kann man Menschen im Prinzip manipulieren. Man kann sie einschläfern, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, oder hektisch machen. Hm. Übrigens gibt es Berichte, dass amerikanische Hubschrauber eingesetzt worden sind, teilweise in afrikanischen Gebieten, wo es also sowieso schon Differenzen gab und Menschen in Abschlachtereien und das ist natürlich so eine Unterstellung, man könnte, sage ich mal, mit diesen Frequenzen natürlich auch Leute noch aufgeregter machen und zu noch fürchterlicheren Sachen treiben. Man hat übrigens einen Film gesehen, also gibt eben auch diese, deswegen spreche ich das an, eben mobile Anlagen. Beim ersten Irakkrieg gab's mal, hat die Zensur nicht richtig geklappt, da hat auch so ein Hubschrauber über so einen Bunker da geschwebt und plötzlich kamen die da raus, ganz verdutzt, die irakischen Soldaten, obwohl gleich geschossen worden war und nichts. Nicht? Man hat die dann quasi elektromagnetisch bestrahlt. Das soll man, wird man demnächst, und das stand wiederum schon vor ein paar Jahren im Spiegel, ich glaube schon 5-6 Jahre her, auch so Jeeps von den Amerikanern, diese Hamm-Dinger da, mit so großen Parabolspiegeln drauf, die man so richten kann und scannt dann quasi Leute. Wenn man dann nicht so weit aufdreht, dann entsteht nur 0,3 mm unter der Haut eine Hitze von 55 Grad und das ist dann zur Aufstandsbekämpfung gedacht, nicht? Dann werden die schon abhauen, die Leute. So, also auch so wird darüber nachgedacht, das ist dann das ganze weite Gebiet, da müssen wir vielleicht extra nochmal einen Beitrag zu machen, diese sogenannten nicht tödlichen Waffen. Da gibt es Schallwaffen und, aber das will ich jetzt, lassen wir mal beiseite. Aber diese wichtig ist, dass dieses HARP eben eine solche Mind Control oder die Psycho-Waffen ähnliche Faktor eben auch noch hat, auch neben noch hat, sogenannten Klimageschichte. Also für Militärs muss das also ein Traum. Eine Wunderkiste sein. Man kann, und ich meine, ich bin ja nun nicht der absolute Militärspezialist, ich habe mir das ja nur angelesen über die zugänglichen Studien. Es sind ja viele Sachen auch noch geheim erklärt. Ich denke, sie können noch viel mehr, als wir jetzt schon wissen. Aber das, was wir wissen, reicht ja schon, um die Bude zuzumachen. Ja. Übrigens hat die EU ja Anläufe gemacht, den Laden verbieten zu lassen. Die haben also in den Jahren 98, 99 Herrn Nick Begich eingeladen, Sohn von einem Parlamentarier in Kanada, der in der Nähe von dieser Anlage wohnt. Und der hat also die aufgeklärt hier. Der ganzen Anhörung keinerlei nichts gefolgt. Es hat Empfehlungscharakter. Ja. Es ist so, genauso gab es eine Empfehlungsgeschichte,
die U-Munition zu verbieten, schon seit ein paar Jahren. Die Uranmunition. Ja, genau. Uranmunition, ja. Nicht, die da zu 2000 Tonnen verschossen ja. worden ist. Wahnsinn. Wird voll verschwiegen von der gesamten Presse. Ja. Also auch da habe ich schon mal ein paar Takte zu gesagt. Das ist so irre. Und auch das hat nur Empfehlungscharakter und wird also schon automatisch nicht umgesetzt, wenn es mit der NATO zu tun hat und mit Verteidigung. Also das definieren die jetzt um. Ja, ja. Also sie verschießen, greifen andere Länder an, schmeißen das Zeug in die Gegend, aber es ist Verteidigung. Ja, ja. Und dann wird das eh nicht. Da können sie ruhig was beschließen, dann ist das ausgehebelt. Ja. Und das hat nur Empfehlungscharakter, ja. Ich meine, da macht denn Brüssel an einem solchen Projekt nicht auch selbst mit? Oder ist das etwas, ja, was... Ja, indirekt. Also ist ja so, die EU hat ja quasi unter ihren Fittichen auch eine Anlage stehen in Tromsø. Eben, da oben, in Norwegen. Nicht? Sie sind am Bauen, ich weiß nicht, vielleicht ist das Ding auch schon fertig, auf Grönland soll noch ein viel größeres Ding entstehen, was dann ganz Eurasien noch besser bestrahlen kann. Und sie haben ja verschiedene kleinere Anlagen sowieso noch, die aber nicht jetzt so, die kann man nicht Hab nennen oder so, das sind also Forschungsanlagen. Deswegen insgesamt sind es also nach meinem Kenntnisstand ungefähr 15, die überhaupt so existieren an allen möglichen Stellen. Und die Inder sagen ja, dass sie also auch selbst sowas haben und daran arbeiten, dass es die Chinesen haben, dass es die Russen haben, also die ganzen großen Länder sowieso, die ganzen entwickelten Länder haben es, Brasilien sogar. Ja? Also laut Colonel Bearden. Und es gibt ja dann einen noch weiteren Schritt, noch wirksamere Dinger dazu bauen. Das haben, glaube ich, jetzt also nach Bearden's Ansicht nur 4 oder 5 Länder. Nicht? Aber das kann auch schon wieder sich geändert haben. Auf jeden Fall ist jeder scharf drauf, weil sie sagen sich, wenn die das haben, müssen wir auch was dagegen setzen. Zumindest, selbst wenn wir nicht angreifen wollen, ich meine, Indien ist ja nicht besonders ein kriegerisches Land, nicht? Dann sagen die Wichsen, wir müssen uns dagegen halten können, um das, was sie jetzt da rumfuschen, wieder rückgängig zu machen. Also es findet über unseren Köpfen. Ja, du siehst es ja an der Atomwaffendiskussion, ja. Dass mit Korea ganz anders umgesprungen, klar, Nordkorea, natürlich. Weil die im Besitz der Bombe genau. sind. Ja. Insofern ist die Atombombe für Nordkorea quasi ja. ein Schutz. Saddam klar. Hussein hat sie eben nicht gehabt so und ja, war dann Kopf kürzer anschließend. Ja, und, es ist klar. Afghanistan genauso. Also auch das kleinste Land muss heute auf die Idee kommen und sagen, wir müssen irgendwie an so ein Ding kommen, damit ja. wir Ruhe haben. Ja. Ich meine, es ist ja so. Und wenn die schon offen sagen, 60 Länder wollen sie im Prinzip platt machen, ja, ich meine, da kann man sich ja ausrechnen, die haben ja sogar, es gibt ja die Liste sogar, die Türkei steht ja drauf, nicht? Also ja. Das, wenn man sich das mal überlegt, also auf diesen Listen von Kissinger, da steht die Türkei drauf, ich meine, das ist ein NATO-Land, nicht? Deswegen wundert man sich ja nicht, dass die sich jetzt vielleicht den Chinesen annähern, die haben ja schon geübt jetzt neu zusammen, gut, ist jetzt nicht Thema, aber das sind ja sehr interessante weltpolitische Sachen am Gange. Und wenn man die Hintergründe weiß, dann weiß man, aha, die kriegen langsam auch von ihrem eigenen Verbündeten ein bisschen Angst, ja. Könnte ja sein. Ne? Ja. Wenn man so etwas, du hast das mit der